Wer ist so dumm und schaut zwei Vieh hintereinander? Wohl wissend, dass da keine Selektivität nicht da ist. Wer ist so dumm? Tja, ich bin so dumm. Ich habe blind am Plan einfach irgendwie nachinstalliert, nachgearbeitet, genau so gemacht. Ich bin wohlwissend diesem Plan von Könner und Söhnen gefolgt, die da mir so schön zeigen vom Verteilerkasten. Nach dem Verteilerkasten ist da eine Steckdose, aufgezeichnet, die dann, bevor das gebaut worden ist, einfach zur Heizung gegangen ist. Das ist die Heizungszuleitung, das ist in dem Fall eine Gastherme. Das haben wir gestern installiert und habe dann da nachfolgend, das ist die Netzseite, nochmal ein RCD gesetzt. An zwei Poligen nur, ein RCD. Nichtsdestotrotz ist dieser RCD nach dieser Steckdose, das heißt, diese Steckdose da drin, da ist nochmal ein Gruppen-RCD oder irgendein anderer RCD vorgeschaltet. Das heißt, da drin ist ein FI-Schalter und da ist ein FI-Schalter. Wenn jetzt nach dem FI in der Leitung irgendwo ein Erdschluss passiert, ist nicht sichergestellt, dass, wie laut Vorschrift, der FI, der den Fehler am nächsten ist, auslöst, sondern es kann genauso gut sein, dass der da oben auslöst oder dass beide auslösen. Das ist falsch. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Ich habe gestern in einem Video so schon gezeigt und habe ein kleines Notstromaggregat gezeigt und habe gezeigt, wie man mit diesem Notstromaggregat für eine Heizung einfach nur ein Backup schaffen kann, dass man bei Stromausfall auch die Heizung betreiben kann. Dabei geht es um einen geerdeten Neutralleiter, den so Gasthermen oder Ölheizungen brauchen, damit die überhaupt zünden können. Also wenn ich die Gasheizung einfach an das Aggregat anstecken würde, würde das bei diesem Aggregat nicht funktionieren. Es gibt selbstverständlich andere auch. Aber ich habe ja genau gesagt, da ist es dabei gegangen um das von Könner und Söhnen, das KS2000 IGS. Um genau das geht's. Und da gibt es ja viele kleine einzelne Aggregate, das hat nur 19 Kilo. Aber geht jetzt darum, ich habe da diesen Fehlerstromschutzschalter und dieser Fehlerstromschutzschalter wäre dann in der Netzseite, wenn man es mit Netz betreibt, das heißt, wenn kein Stromausfall ist, muss ich es ja auf die Netzseite stellen, wird von der Netzzuleitung ein FI drin und in Reihe dazu noch mit der. Das heißt, es ist nicht selektiv gegeneinander. Ich habe das irgendwie ein wenig so abgetan. Ja, so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Es ist ein ganz bisschen eine Grauzone, weil wenn ich den nicht einbauen würde und ich würde an diese Steckdose so einen mobilen PRCD einbauen zum Beispiel, wären die gegeneinander auch nicht selektiv. Da würde ich nichts dagegen sprechen. Also von dem her ist es ein bisschen Grauzone. Selbstverständlich gibt es ein bisschen eine Lösung. Mir haben mehrere Zuschauer darauf hingewiesen. Ich soll mich spekulieren, ob es nicht gescheiter war, den FI vor dem Schalter zu machen. Weil der Schalter, der trennt ja über die Nullstellung, trennt ja Netz von Notstrom. Das heißt, wenn ich jetzt über die Notstromeinspeisung zuerst diesen Fehlerstromschutzschalter installiere, wäre der Notstrom abgesichert und wenn ich auf Netz umschalte, war der einfach außer Betrieb. Somit würde das funktionieren und das machen wir jetzt. Den FI kann man quasi vorschalten. Das heißt, da wo unten der Ausgang oder beziehungsweise der Eingang für den FI war, das brauchen wir ja nicht mehr. Das heißt, dass man diese Steckdose, die dann für die Heizung da ist, direkt da unten anschließen kann. Da ich diese Brücke, um aus dem IT ein TN-Netz zu machen, vorm RCD brauche, muss ich es da jetzt rausmachen und muss die am Eingang vom FI setzen.
Die Brücke oben haben wir gesetzt. Das testen wir jetzt am Anschlüssel gleich. Und am Ausgang vom RCD brauchen wir jetzt Phasen- und Neutralleiter. Da herum in den Eingang von der Notstromseite für den Lastumschalter. Also nochmal, bei dieser Geschichte ging es ums Einspeisen, nicht ins Hausnetz, sondern einfach nur in den Stromkreis für die Heizung, um eine Heizung am Laufen zu erhalten. Das Gerät hat zwar Überstromfunktion und so weiter, aber hat keinen, weil vorher hat man in den Kommentaren geschrieben, viele Geräte haben dann ein RCD drin, hat das nicht. Da ist genau dies erforderlich und um genau dieses Gerät ist gegangen. Des Weiteren. Notstromaggregat darf man niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Für sowas gelten erstens die 5 Sicherheitsregeln und zweitens darf sowas nur eine zugelassene Fachkraft das Ganze machen. Diese Warnhinweise muss ich geben, ihr wisst es. Und wie man gesehen hat, obwohl das alles sehr, sehr einfach ist, ist das keine Aufforderung, das nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn sowas irgendwie gebaut wird. Laien dürfen das nicht machen. Was haben wir also gemacht? Wir haben also diesen RCD ausgebaut, die Leitungen einfach, das habe ich umgeklemmt, dass vom Ausgang von diesem Lastumschalter der Ausgang hier direkt zu meiner Steckdose geht. Ich habe da noch eine Steckdose mit dabei. Wenn jetzt über Netz gefahren wird, das ist ja mit dem RCD auch vorgesichert, dann geht einfach nur über diesen RCD die Leitung da rein und alles passt. Wie schaut es jetzt da aus? In dem Moment, wie man auf Notstrom umschaltet, wird ja da drin getrennt. Das heißt, es kommt der Strom da rein, geht da runter, da her, in meinem Fall über diese Klemmen und dann da runter. Das heißt, da war jetzt kein RCD. Wir haben also diesen RCD da her vorne gebaut und haben blau und braun, die da drin sind, zuerst in den RCD rein und vom Ausgang vom RCD haben wir dann da oben drauf gegangen. Diese Brücke, die man da drin sieht, die habe ich natürlich diesmal von der PE-Schiene, die ja da rennt war praktisch, direkt auf den RCD um, auf den Neutralleiterkontakt installiert. Dann noch eine Kleinigkeit, ich habe in dem gestrigen Video erklärt, das ist die Steckdose, die dient mir zum Simulieren über die Glühbirne, über die Fassung, dass dort Heizung dran ist. Ich habe gesagt, es gibt Gasthermen, die kann man da einstecken. Selbstverständlich, ich habe auch gestern in dem Video erwähnt, ganz viele Gasthermen oder eine Ölheizung brauchen einen Direktanschluss, der auch verpolungssicher ist. Selbstverständlich. Und wenn das so ist, das habe ich ja gestern gesagt, dann kann man natürlich keine Steckdose montieren. Zu dem Thema Einspeisesteckdosen und Verpolungsschutz und so weiter, kommt jetzt dann ein Extrix-Video noch, da wo es von Haus aus darum geht, wie man aus dem IT-Netz ein TN-Netz selber bastelt, definiert, mit allen Schutzvorkehrungen, die man treffen muss.
Wem diese Richtigstellung jetzt sind, wirklich gut gefallen hat, der tut mir den Gefallen und abonniert meinen Kanal, wenn er noch nicht hat. Ich weiß, in der Vergangenheit sind ein paar Sachen nicht so gelaufen, wie sie es vorgestellt habt oder wie sie einige vorgestellt haben. Da muss ich dazu sagen, ich gelobe Besserung. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem ihr alles, was braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung.